Sondersendung und möchte Sie bitten, die Unterbrechung des regulären Programmes zu entschuldigen. In einem hier regional als Brennpunkt bekannten Park ereignete sich etwas äußerst Unerwartetes. Der als beliebte und sogenannte Abhängtreff, zum Beispiel auf ein Bier, nicht nur von Jugendlichen genutzte Park, machte in der Vergangenheit des Öfteren Schlagzeilen, da sich auch immer öfters Kleinkriminelle dort aufhalten. Körperliche Gewalt, Alkohol, Diebstähle und störender Lärm, der laut Angaben der Anwohner zumeist von Jugendlichen verursacht wird, wirft seit geraumer Zeit kein gutes Licht auf den bekannten, wie auch eigentlich beliebten Ort für Freizeit, Sport und Erholung. Paul P., ein Jugendlicher, der regelmäßig mit seinem Kumpel Klaus K. auf ein Bier in den Park kommt, sorgte heute Nachmittag für einen dringenden Denkanstoß, an alle zu richten, die ausschließlich die Wallenhorster Jugendlichen für den gesamten Ärger im Park verantwortlich zu machen. Ja, Ingrid, schön, dass wir hier sitzen. Ne? Ja, bei der Sonne was heute. Was war das für ein Scheißwetter letzte Woche? Ja, ne? Kannst du wohl sagen. Doch. Ja, hier ist das so schön ruhig. Ja, wirklich so gab. Ist ja auch schön hier angelegt, alles. So ruhig, bloß die da hinten. Was machen die da eigentlich? Ja, das, also um diese Zeit, das ist nicht zu fassen. Ne? Guckt ihr mal da wieder die Jugendlichen an. Nicht? Es ist doch immer dasselbe. Nicht? Das ist doch diese Zeit. Nein? Sag mal, trinken die da sogar Bier? Das ist nicht zu fassen, ne? Nee. Müsst ihr da schon Bier trinken am hellerlichten Tag? Ja, die Eltern. Ich weiß nicht, ob die sich gar nicht drum kümmern. Die wissen auch nicht, wo sie hin sollen, wenn die so. Aber jetzt pflücken sie sogar die Blumen da ab. Hast du das gesehen, Ingrid? Schimpf die mal aus. Komm, lass doch mal die Blumen da in Ruhe. Andere möchten da auch noch was von haben. Ja. Sie haben immer dieses Klischee, die Jugend von heute, aber sie sind so. Acht Jahre und noch mehr, ne? Acht Jahre und es geht noch weiter. Hey, Ingrid, du, wollen wir lieber gehen? Tja, das sag, die sind heute alle schlecht erzogen. Du. Also meine Kinder, die sind alle so gut erzogen. Dann lass uns mal noch ein Eis essen gehen. Du weißt, musst du nach Hause, dir geht's bestimmt nicht gut. Nee? Ja, ja, gut. Tschüss, Ingrid. Oh, wie soll ich das machen? Was? Pass auf, stolper! Ingrid! Mensch, pass auf! Hilf doch keiner! Sag mal. Hallo? Jetzt geht's wieder. Also, okay. Ja, mein Bein. Danke schön. Alles okay? Ja, ich hab nicht dein Portemonnaie noch da. Entschuldigung, das war dumm. Das Thema Zivilcourage ist eines der wohl wichtigsten heutzutage. Auch oder gerade Erwachsene, wie auch Jugendliche und Kinder, sollten sich immer wieder damit auseinandersetzen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß im gewohnten Programm. Auf Wiedersehen. Thank you.
muss das klappen. Ich habe jetzt noch 30 Sekunden. Ja, los, dann setz dich hin und dann winken wir noch einmal in die Kamera. Wink. Nee, jetzt muss so, das sollte reichen.